Auf König Karl Gustav folgen eines Tages Kronprinzessin Victoria und deren Tochter Prinzessin Estelle auf den schwedischen Thron. Doch dass Estelle tatsächlich einmal Schwedens Königin sein wird, hält Historiker und Adelsexperte Hermann Lindqvist für fraglich. Er ist der Meinung, dass die Monarchie in Schweden nicht mehr lange überleben wird. Bereits heute sind fast die Hälfte der Bevölkerung und die Mehrheit der Vertreter des Reichstages gegen die Monarchie. Neue Skandale können die Abwicklung nur noch beschleunigen, sagte er bereits 2012 im Gespräch mit Vasabladet. Auch heute hält er an seiner Meinung fest, dass das Ende der Monarchie in Schweden naht und nennt noch einen weiteren Grund dafür. Die Ehe zwischen Royals mit Ehepartnern ohne royale Abstammung. Ich denke, auf lange Sicht wird es zum Stillstand kommen. Je mehr Menschen nicht königlich heiraten und je mehr nicht königliche Kinder geboren werden, desto sinnloser ist es leider weiterzumachen, schildert er seine Sicht in der P1-Radiosendung Söndagsinterviewen. Er schätzt das Fortbestehen der Monarchie nur noch auf maximal 20 Jahre, wie er in der Sendung weiter erklärt. Falls es Estelle aber doch noch auf den Thron schafft und Königin wird, gehe Hermann Lindqvist stark davon aus, dass sie die letzte Monarchin des skandinavischen Landes sein wird. Aber sie wird wahrscheinlich die letzte sein, leider. Es tut mir leid, aber es gibt einen Trend in diese Richtung. Ob diese Prognose wohl König Karl Gustavs Jubiläum in diesem Jahr überschatten wird? Am 15. September 2023 feiert er sein 50. Thronjubiläum. Wie es in Zukunft mit der schwedischen Monarchie weitergeht und ob Estelle doch noch eines Tages Königin wird, wird sich zeigen.